Kommunisten. Wir haben vor den Wahlen in allen Kämpfen um die Notverordnung die Frage so gestellt: Wartet nicht auf Parlamentskombinationen, die euch eine Besserung eurer Lage bringen werden. Wartet nicht darauf, dass Versprechungen wahrgemacht werden. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg des Massenkampfes. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg der Roten Einheitsfront zur Durchsetzung eurer Forderungen. Und wenn hier Herr Breitscheid gesprochen hat davon, man muss den kapitalistischen Staat in seinen Grundfesten erhalten, um ihn dann zum Arbeiterstaat zu machen, so ist das der Betrug am arbeitenden Volk, wie er durch die ganze Politik der Sozialdemokratischen Partei hindurchgeht, zu vertrösten von einem Jahr zum anderen, von einem Jahrzehnt zum anderen, von einer Ausplünderung zum anderen, von einem Terror zum anderen. Je mehr abgebaut wird an den einfachsten, elementarsten Lebensrechten, Bewegungsrechten der arbeitenden Klasse, umso unverschämter kommen sie und sagen, ihr müsst doch diesen Staat der Ausbeuter, diesen Staat, der euch ausplündert, der euch unterdrückt, erhalten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir setzen gegenüber diesen schamlosen Betrugsmanövern, die versucht werden, das klare Ziel, dieser Staat muss zertrümmert werden. Wir sagen, die Krise des Kapitalismus ist so angewachsen, dass die Frage steht, wenn die Menschen, das arbeitende Volk, leben wollen, muss der Kapitalismus vernichtet werden. Oh.